Es ist mal wieder soweit. Wir haben uns versammelt, um über das letzte Fortuna-Spiel zu sprechen. Wer sind wir? Ich, der Wampendribbler und der Micha Etcherensky auf Twitter. Ja, worüber sprechen wir? Über das Pokal aus. Wie ihr uns findet auf Facebook, Twitter, YouTube. Ich glaube, mir fällt gerade nicht alles ein, aber immer als Projekt Megafon. Und wir möchten euch damit begrüßen zu unserer Special-Sonder-Ausgabe zum DFB-Pokalspiel gegen Gladbach. Wir werden so ein bisschen versuchen, das, was in dem Spiel passiert ist, aufzuarbeiten. Moin, Micha. Moin. Micha, fangen wir direkt mal an. Es gab einige Ausfälle vor dem Spiel und einige Spieler, die nicht mitmachen konnten. Klär uns mal auf, wer da so gefehlt hat. Das leidende Thema mit Rensing, der halt immer noch nicht spielen kann. Ja, zusätzlich dazu durfte Eihan nicht spielen. Der war gelb-rot gesperrt vom Pokalspiel gegen Bielefeld, wo er sich wegen Zeitspielen eine unnötige gelbe Karte geholt hat. Und Schmitz ist auch noch rot gesperrt, noch für ein weiteres Spiel. War ja diese unendliche Geschichte, glaube ich, letztes Jahr. Gegen Hannover hat er sich einen Frustfoul geleistet und wurde darauf für 3 Spiele gesperrt. Erstes Spiel in der nächsten Runde wird er fehlen und danach endlich befreit sein. Und ja, das waren die Ausfälle fürs Spiel. Formation 4-4-2, fingerzählende Spitze haben wir jetzt hier unser Skript geschrieben. Was mir besonders aufgefallen ist, die haben auch wieder sehr variiert. Wir könnten jetzt wieder die verschiedenen Systeme raushauen, aber wenn eins die Saison klar ist, Fortuna ist sehr flexibel in der Taktik. Die können auch während des Spiels die Formation ändern, aber auch ihren Spielstil. Ja, die meisten Spieler in der Startelf haben ja auch jetzt nicht unbedingt eine Position, die sie spielen können. Und dann zum Beispiel Zimmer, der kann auch einfach mal entweder als Glied in der Fünferkette spielen und einfach sich problemlos fallen lassen. Oder wenn man halt offensiver spielen will, dann spielt er halt als rechter Mittelfeldspieler. Und das kann er halt on the fly, würde ich sagen. Und es ist auch eine Stärke von Fortuna, so diese Flexibilität zu haben. Wenn wir mal reingucken, was sich so geändert hat zu dem Spieltag 11 davor, merkt man, Schauerte kam rein für Osami. Ich war ein bisschen, erstaunt, dass er doch so defensiv wechselt. Ich hätte da vielleicht mit einem Offensiven gerechnet, aber zuerst kam Schauerte erstmal rein, Zimmer rückte ins rechte Mittelfeld vor. Gieselmann, klar, kam rein für Schmitz, der gesperrt war. Bormuth für Eihan, auch irgendwie logisch. Und Hennings rutschte für Kujovic in die Mannschaft. Was von Anfang an eigentlich klar war, dass er Hennings bringt, weil ich glaube, Hennings ist so vom Friedem Funkel die Nummer 1 im Sturm. Ja, das auf jeden Fall. Deswegen hat er den Hennings wahrscheinlich auch im Spiel gegen Darmstadt ein bisschen geschont und erstmal auf der Bank gelassen, damit er halt fit ist für das DFB-Pokalspiel. Was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass Havard Nielsen schon auf die Bank zurückkehrt, genauso wie Anderson Lukoki auch wieder dabei war. Fandest du, beide wurden nicht eingewechselt, aber waren beide mehr so ein Lückenfüller oder hättest du damit gerechnet, dass einer von beiden auch jederzeit ins Spiel kommen könnte? Lukoki ist wahrscheinlich einfach nur reingerutscht, weil Schmitz nicht spielen konnte. Ja, und bei Nielsen ist es halt, ich denke mal, der ist mittlerweile wieder fit und er gehört ja zum 18-Mann-Kader, also ich würde sagen, der gehört auf jeden Fall mindestens auf die Bank. Und deswegen denke ich mal, waren beide dabei. Stadion war ausverkauft. Du warst nicht verwundert, dass es passiert ist, oder? Nee, das war ja eigentlich klar an dem Tag, wo die Ansetzung bekannt gegeben wurde, dass das Spiel ausverkauft sein wird. Ja, gehen wir direkt ins Spiel und beide Mannschaften tasteten sich ab. Also keine Mannschaften spielte irgendwie gefährliche Bälle oder zu riskante Aktionen. Beide Mannschaften waren darauf bedacht, defensiv gut zu stehen und die Null zu halten. 15. Minute, gelb für Rahman, klar, müssen wir nicht drüber sprechen, war ein bisschen unnötig, aber der junge Bursche da lässt sich sonst nicht zu Schulden kommen, da kann er mal sich eine gelbe Karte abholen. 34. Minute, Neues behauptet den Ball, setzt sich stark gegen mehrere Gladbacher durch. Ich habe im Moment gedacht so, boah, komm, jetzt geht's los. Macht dann den fast traumhaften Steilpass auf Zimmer, der alleine durch ist, aber ja, ich weiß nicht, irgendwie kommt er da ins Straucheln und fällt. 35 Minute, Rahman schlänzt ihn mal aus 20 Metern auf das Tornetz. Boah, das war Hammer. Ich glaube, der Sommer wäre nicht dran gekommen. Ich war in diesem Spiel, muss man sagen, live im Stadion. Deswegen haben wir so ein bisschen gestrauchelt mit unserem Skript. Ja, das war halt auch so ein Traumball, der eigentlich, du siehst, der
dreht sich genau in Winkel und dann landet er leider auf dem Netz, weil das mit so einem Lupfer, also so ein leicht angelupfter Schuss war. Ja, schade. Wäre natürlich ein gutes Ding gewesen, wenn er drin gewesen wäre. Gehen wir die 45 Minute, Hoffmann fault Raphael im Strafraum, der Schiri lässt weiterspielen. Grundsätzlich gab es nach dem Spiel auch viel Kritik an ihm. Bevor wir jetzt in das Fazit zur ersten Halbzeit gehen, würdest du sagen, der Schiedsrichter hat keinen guten Job gemacht? Ja, ich würde sagen, ja, das Ding für Gladbach, wo der Hoffmann den Raphael umhaut, wo ich mir eigentlich denke, das war eigentlich ein Elfmeter, so. Und das habe ich auch im Stadion gesehen, gedacht, weil der den halt wirklich nur umhaut und da hatte Fortuna Glück. Ja, es war okay, weil keine gute Leistung, war jetzt aber auch nicht grottenschlecht. Ich muss zugeben, ich habe, bevor die dann ihre Halbzeitnetze getauscht haben, Raphael und Traoré ziemlich schlecht gesehen, genauso wie, wie heißt der, Mikel Cousin. Also die waren wirklich ziemlich mies, da hat der Elvedi, hinten rechts teilweise echt ackern müssen, um die Fehler oder nicht bringende Leistung dieser drei irgendwie zustande zu bringen. Bevor wir mit der zweiten Halbzeit weitermachen, Micha, würdest du mir beipflichten, wenn ich sage, dass Fortuna gut mitgespielt hat, aber zu vorsichtig war, um zwingend sich Chancen zu erarbeiten? Ja, eigentlich schon. Fortuna hatte jetzt, glaube ich, in der ersten Halbzeit zwei Torchancen. Das war einmal das Ding, woran man den Ball aufs Tor setzt. Und das zweite war halt, wo Zimmer richtig geil von Neuhaus geschickt wird und dann irgendwie schneller ist als der Ball und dann noch den Mann im Rücken hat und ja, dann einen Kontakt spürt und sich fallen lässt in der Hoffnung, er kriegt noch einen Elfmeter. Aber ich würde schon behaupten, Fortuna war, was Chancen angeht, besser in der ersten Halbzeit als Gladbach. Aber Gladbach war spielerisch besser. Das finde ich auch. Also ich fand, Chancen gab es auf beiden Seiten, aber es war beides nicht gefährlich. Ich glaube, unser Torwarttreffer Wolf, der musste, glaube ich, nur zweimal zum Ball. Und dann sind wir schon in der 52. Minute, wo Salah am langen Pfosten steht, der den Ball irgendwie ins Tor kriegt. Ein bisschen Kuddelmuddel, der Schuss war auch abgefälscht und Fortuna hat eine Situation schlecht verteidigt. Aber es ist eine Qualität, die so ein Thorgan Hazard hat, so ein Ding auch mal zu machen in einem Spiel, wo eigentlich aus dem Spiel heraus nichts geht für Gladbach. Der ist halt ein Spieler, der ein Spiel entscheiden kann mit einem guten Dribbling und er wurde dann ziemlich gut angespielt von Raphael und hat dann, glaube ich, Baumut war es, den er dann hat erst ausdribbeln lassen und dann schießt er ihn an und dann geht der Ball unglücklich rein. Ja, ärgerlich für Fortuna. Kann man jetzt im Endeffekt nichts mehr dran erinnern. Fortuna bekam mehr Ballbesitz auf jeden Fall, musste das Spiel bestimmen, weil Gladbach plötzlich gesagt hat, hier habt ihr den Ball, wir wollen den nicht mehr. Die Konter von Gladbach waren aber auch nicht mehr so gefährlich wie in der ersten Halbzeit. Also in der ersten Halbzeit habe ich teilweise noch gedacht, okay, wenn der Ball dann da über die linke Seite, also über Hazard kommt, über Zakaria oder Stindl, wurde es immer gefährlich. Aber in der zweiten Halbzeit, da passierte ja offensiv von Gladbach nach dem Tor gar nichts mehr. Fortuna viel mit Chancen, hat viel versucht. Vor allem Schauerte setzte sich oft offensiv ein, was mich so verwundert hatte. Weil in der ersten Halbzeit war es noch oft Zimmer, der auf rechts nach vorne zog, aber in der zweiten Halbzeit war es halt sehr oft Schauerte, der dann da nach vorne sprintete. Fink war auch viel auf dem linken Flügel zu finden. Ich weiß zwar nicht, wie das kam, aber wird wahrscheinlich seine Gründe gehabt haben. Ich glaube, das lag an dem Wechselspiel zwischen Fink und Raman, dass wenn Raman ab und zu dann die hängende Spitze gemacht hat, dass Fink deswegen dann auf dem Flügel ausgewichen ist. Aber ja, ich sag ja immer wieder gern, ich finde, Fink ist kein Flügelspieler, dafür fehlt ihm die Schnelligkeit. Würdest du denn grundsätzlich sagen, wo du jetzt schon angefangen hast, Fink wäre zu alt oder hat er andere Qualitäten? Weil ich finde, anders als die paar Leute hinter mir, die gemeckert haben, wie alt doch der Fink ist und man den nochmal auswechseln sollte, dass er eine gewisse Dynamik ist jetzt das falsche Wort, aber er bringt Power, er bringt Kraft in das Spiel. Er ist nicht mehr der Schnellste, er ist nicht mehr der Jüngste. Wir haben letztens schon gescherzt, er ist nach seinem Kreuzbandriss in der besten Form seiner Karriere. Jetzt ist er auch nicht mehr der Jüngste. Micha, denkst du, Fink kann bis zum Saisonende weiter diese Kraft und Power und auch Führungsqualität ausstrahlen, auf den Platz bringen? Oder wird sich das gegen Ende der Saison verlaufen? Nee, ich denke, der ist noch voll im Saft. Der ist ja gefühlt momentan auf dem Höhepunkt seiner Karriere, was fußballerisch angeht. Und
ja, ihm fehlt vielleicht die Schnelligkeit, aber das hat, ich glaube, er war nie wirklich ein schneller Spieler. Er hat halt eher die, wie du schon sagtest, er hat halt eher so die Power, dass er halt im zentralen Mittelfeld oder halt, ja doch, dass er halt im zentralen Mittelfeld dann schön die Pässe spielen kann, schön die Zweikämpfe gewinnt und ja, er hat halt andere Stärken, die meiner Meinung nach im Zentrum besser aufgehoben sind als auf dem Flügel. Gehen wir direkt in die 73. Weil es passiert eigentlich immer das Gleiche. Fortuna hatte den Ball und vor ihm waren Gladbacher und die wussten nichts mit denen anzufangen. Spielerisch die Qualität, die auseinanderzunehmen, gab es so nicht. Aber in der 73. Minute zieht halt Geißelmann vom Flügel in den Strafraum rein und fällt. Und dann gab es Strafstoß. Micha, es gibt ja die Regel, oder eher die Weisheit, die sagt ja, der Gefaulte schießt nicht selber, aber er schnappte sich den Ball und lief ihn zum Punkt. Erstmal, als sich der Giesemann hat, also als der Elfmeter gepfiffen wurde, ja, ich war ja genau hinterm Tor, als das war, und von mir aus sah das halt aus, als hätte er sich einfach fallen gelassen. Ja, in der Wiederholung, Entschuldige, im Fernsehen sieht man, da ist die Berührung und dadurch, dass er halt versucht, nach dem Ball zu treten, eigentlich fällt er erst so komisch nach vorne. Das sieht man in der Wiederholung ganz genau. Aber klar, es sah aus wie eine Schwalbe, aber ja, das ist halt so dieses, der Stürmer spürt den Kontakt und lässt sich dann halt fallen. Es ist halt so dieses, ich muss nicht fallen, aber wenn ich schon eingeladen werde, dann nehme ich das Geschenk auch an. Ja, ist halt nichts Verwerfliches dran, nur es sah halt im ersten Moment im Stadion halt wirklich aus wie eine Schwalbe. Frei nach dem Motto, Schwerkraft ausgeschaltet. Ja, ein Ball, der auch daneben ging, so wie der Spruch gerade, war der Elfmeter, der hat den aber mit richtig Wucht gegen den Pfosten gehauen. Ich glaube, würden die mit so Bällen spielen, wie in der Kreisliga, so Derby-Star, wäre der Pfosten kaputt gegangen. Michael, das hätte das 1-1 werden können. Grundsätzlich, Fortunas beste Chance war es dann am Ende doch nicht. Vor allem am Ende fing man an, viele lange Bälle hoch reinzuknallen oder auf den Flügel zu gehen, weil Gladbach immer wieder defensiv sich zurückzog. War das die verpasste Chance, da irgendwie Gladbach nochmal nach vorne zu locken? Ja, ich denke mal, wenn du einen Elfmeter hast, dann musst du ihn eigentlich auch nutzen. Aber ja, ich würde ja jetzt nicht mal behaupten, dass der Elfmeter schlecht geschossen ist. Das war einfach so wie ich es eigentlich gern hab, einen Elfmeter zu schießen, dass du mit Vollspann einfach draufhaust und dann ist halt Pech, dass der Pfosten getroffen wird. Ja, ich mach dem Giesemann da keinen Vorwurf, ist halt eher Pech gewesen. Und ja. Ich weiß noch, wie du mich aufgezogen hast, als ich dir beim Strafstoßtraining mal in die Mitte gechippt hab. Ich glaube, danach hast du 2 Wochen lang nicht mit mir gesprochen. Ja, da hätte bei so einer Aktion hätte der Giesemann so einen Elfmeter geschossen oder den irgendwie halb rechts, halb hoch, so einen richtigen Torwart-Elfmeter gemacht, dann würden es ihm die Leute auch anders nachhalten, aber das war halt so ein seriös genommener Elfmeter, der dann halt unglücklich an Pfosten geht. Wer auch vom Platz gegangen ist, in 80. Minute schon, Fink, klar taktisch, Fortuna haut immer mehr lange Bälle hoch rein, dann muss Kujovic kommen und Fortuna spielt auch mit vielen hohen Bällen, ich glaube, das wiederhole ich, weil das für zumindest die zweite Hälfte ziemlich markant war, oder wie hast du es gefunden? Die Fortuna-Spieler haben, glaube ich, irgendwann gemerkt, dass die spielerisch nicht durchkommen und haben dann halt, wie man das kennt aus dem Fußball, gegen Ende hin einfach nur noch lange Bälle nach vorne geschlagen, in der Hoffnung, der rutscht da irgendwann mal durch. Jetzt müssen wir, bevor wir zum Fazit kommen, ich bin schon fast drin, in der 90+2, Hennings braucht ja den Ball überragend im Strafraum, dabei überlupft er einen Gegner und kann aus 5-6 Metern abschließen, ja, leider hat sich da noch irgendein Abwehrspieler dazwischen geschmissen. Micha, Fazit zum Spiel, Duell auf Augenhöhe in dem Fortuna die Chancen irgendwie nicht genutzt hat. Jetzt habe ich das Empfinden, dass Gladbach im Defensivverhalten immer eine Sekunde, immer einen Tick schneller war oder vom Kopf her weiter war. Beschreiben Sie die Szenen bei dem Flügelwechsel, wenn Fortuna den Flügel gewechselt hat. Ich nehme jetzt einfach mal Schaus oder Zimmer als Beispiel, nehmen den Ball an und während die den Ball annehmen, ist der Gladbach-Spieler schon im Sprint Richtung Pressing, also mit dem Pressing-Sprint auf sie unterwegs. Und wenn Gladbach den Flügel gewechselt hat, dann nimmt Traoré den Ball an, geht einen Meter und dann geht der dementsprechende Fortuna-Verteidiger erst in den Pressing-Sprint.
meiner Meinung nach ist es auch ein Grund, warum Gladbach gewonnen hat. Nicht, weil Fortuna da irgendwelche Chancen nicht genutzt hat. Klar, das ist im Fußball immer so. Wer keine Tore schießt, gewinnt keine Spiele. Hätten wir jetzt so eine Spardose, müsste ich da einen Euro reinknallen. Aber, Michael, grundsätzlich, wie fandest du das Spiel? Ja, man hat halt gemerkt, dass Mönchengladbach Fußball spielen kann und dass die halt natürlich auch besser Fußball spielen können als die Fortuna-Spieler. Deswegen sind die halt auch in der ersten Liga. Ja, Fortuna hat halt immer mal wieder aufblitzen lassen, dass die eigentlich auch Fußball spielen können. Aber ja, im Endeffekt reicht es dann nicht, wenn man dann halt, ja, das ist halt so ein Spiel, um da weiterzukommen, muss halt wirklich alles stimmen. Und das war dann so, die Chancen, die Fortuna hatte, waren dann halt nicht drin. Und dann war so eine Halbchance von Gladbach, die war dann drin. Und ja, das ist dann halt das, was fehlt, damit wirklich alles passt. Und ja, Fortuna hat gut gespielt. Gladbach war technisch und spielerisch besser, was man halt auch erwarten kann. Und ja, eigentlich war es ein Spiel, das ein Unentschieden gerechtfertigt hätte. Aber im Pokal gibt's halt kein Unentschieden und deswegen ist ja leider jetzt Fortuna rausgeflogen. Jetzt, bevor wir so ein bisschen auf die Einzelkritik gehen, ne, und da so ein Spiel, ein paar Spieler hervorheben, wollen wir mal so ein bisschen zu der Torwartfrage kommen, bei Gladbach wie auch bei Düsseldorf. Findest du, dass sich die Keeper so grundsätzlich viel unterschieden haben während des Spiels? Weil ich fand, dass beide eigentlich gut waren. Jetzt ist die Frage, spricht das für Rafa Wolf, der jetzt letzten Spiele wirklich auf einem Niveau spielt, was nicht zweite Liga ist? Da kannst du mir verraten, was du willst, aber zweite Liga ist es nicht. Und Jan Sommer, bei dem immer kritisiert wird, vielleicht müsste Gladbach da doch nochmal 15-20 Millionen für einen Trapp auf den Tisch legen, damit die da adäquaten Torwart zwischen den Pfosten haben. Ja, ich würde schon behaupten, dass Sommer ein sehr guter Bundesliga-Torwart ist. Aber halt auch nur ein sehr guter Bundesliga-Torwart und kein sehr guter Champions-League-Torwart. Und Wolf, so wie der in dieser Saison spielt bei Fortuna, ist er halt, würde ich sogar behaupten, ein guter Bundesliga-Torwart. Wolf ist auf jeden Fall besser als Zweitliga-Niveau, würde ich behaupten. Gehen wir in die Einzelkritik. Ich fand es schwer zu sagen, wer jetzt Man of the Match oder wer jetzt irgendwie, es war nicht sein Tagpreis, irgendwie bekommen sollte. Klar, es gab viele Spieler, die auf sich aufmerksam gemacht haben. Zimmer war dribbelstark, lauffreudig, viel ging über seine Seite. Du hast mir eben erzählt, der erinnert sich so ein bisschen an den jungen Gladzikowski, als der bei Dortmund zum ersten Mal aufschlug. Ja, der hat halt so dieses kleine, quirlige und dieses dribbelstarke und schnelle. Ja, irgendwie hat er mich in dem Spiel an den jungen Kuba erinnert. Fink, wie schon angesprochen, zweikampfstark, mit viel Power, mit viel Energie, mit viel Führungskraft, mit viel Kraft auch. Ich finde immer wieder krass, wenn diese auf Brusthöhe gespielten Pässe zu ihm kommen und der den mit der Schulter so klack 30 Meter in Sprint vorhaut. Ja, ich weiß, ich habe gerade ein bisschen übertrieben, aber ja, das wirkt auf jeden Fall so. Neuhaus auch, gute Dribblings, gute Pässe und jetzt darf der Michael noch ein bisschen was über seinen Lieblingsspieler reden. Ja, Benito Rahman fand ich sehr gut in dem Spiel. Er hat halt gezeigt, dass er schon Bundesliga-Niveau hat und dass er da auf jeden Fall mithalten kann mit den guten Gladbach-Spielern. Und ja, ich hoffe, Fortuna kann ihn so lange wie möglich halten, beziehungsweise kann ihn überhaupt erstmal verpflichten. Verpflichten sollte das eigentlich kein Thema sein, weil man hat ja da die Kaufoption. Ob es ganz 2 Millionen sind, weiß man nicht, weil irgendwie soll dann die jetzige unbekannte Leihgebühr mit vergütet werden und gedöns, aber der wird auf jeden Fall, sollte er jetzt nicht im Winter sich das Kreuzband reißen, müsste der Teufel passieren, dass man den nicht verpflichtet. Weil das wäre einfach dumm, es nicht zu tun. Wenn du ihn verpflichtest, kannst du ihn, wenn er in die Bundesliga will, dafür 5-6 Millionen plus hin verkaufen, dann machst du da auch wieder Gewinn. Also gehen wir mal davon aus, dass er Fortuna hoffentlich jetzt die nächsten paar Jahre sportlich weiterbringt. Genau, das Wort hat mir gerade gefehlt. du hast Rahman sozusagen dem Man of the Match gegeben. Jetzt müssen wir sagen, Florenaus hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Also man hatte das Gefühl, der wollte vor allem gegen Gladbach glänzen und sich beweisen.
Der Grund, warum keiner von uns ihn als Man of the Match gewählt hat, liegt halt so ein bisschen daran, dass er sich in seinen Dribblings, in seinen Aktionen oft verrannt hat. Der war halt oft ehrgeizig, zu ehrgeizig. Da habe ich gerade gedacht, da läuft ein Lieber an mir vorbei. Das ist nur die Katze, die läuft gerade über den Balkon. Er war halt oft zu verbissen in seinen Aktionen und damit lieb es halt überhaupt nicht. Wenn wir jetzt mal davon absehen, dass Bormuth den Ball abgefälscht hat zum 1-0, würde ich sagen, Bormuth ist mein Man of the Match. Der war wie ein Fels in der Brandung. Der hat zwar jetzt nicht die Offensivpässe gespielt, wie Hoffmann das zum Beispiel getan hat, aber Bormuth, der stand defensiv sehr gut, hat sehr antizipiert, hat immer klare, saubere Pässe gespielt, war nie überhastet. Also ich hatte das Gefühl, der Junge spielt schon Champions League. Also so wirkte seine Körpersprache auf mich. Micha, du hast Anfang der Saison den Bormuth immer in die Startelf gelobt, der stand da nie. Jetzt musste er im Pokal gegen einen Bundesligisten ran, der, sagen wir, Europa-Ansprüche hat. Wie fandest du seine Leistung? Ja, er ist halt ein souveräner Verteidiger. Und auch wenn ich jetzt nicht behaupten würde, es wäre eins seiner besten Spiele. Aber ja, er ist halt ein guter Verteidiger und der wird sich auf jeden Fall machen. Er ist ja auch noch relativ jung eigentlich. Und ich lobe ihn ja eigentlich sehr oft und find halt, Hoffmann und Bormuth müssten eigentlich in der Innenverteidigung spielen, aber es gibt halt zu viele Spieler momentan, die so spielen, dass sie eigentlich in der Startelf spielen müssten. Jetzt kommen wir zum, es war nicht sein Tagpreis. Ich fand eigentlich, dass jeder bei Fortuna gut war. Jetzt kommen wir aber zum Punkt, wo so ein bisschen der Taktiker in uns beiden so aufgeht. Michael gibt dem, es war nicht sein Tagpreis, Friedhelm Funkel. Ich würde, wenn die Erläuterung von Michael vorbei ist, dem auf jeden Fall mitgehen. Aber Michael, erzähl uns mal, warum Friedhelm Funkel von dir den Preis, es war nicht sein Tag, bekommt. Ja, Friedhelm Funkel kriegt von mir den, es war nicht sein Tagpreis, einfach nur, weil er hat sich nicht getraut, All-In zu gehen. Und er nahm halt Rahman raus und damit die Geschwindigkeit aus Fortunas Angriff, weil gefühlt, als Rahman draußen war, wurde das Spiel langsamer. Und ich hätte gern gegen Ende des Spiels ja so eine Alles-oder-Nichts-Einwechslung gesehen, wo man dann irgendwie mit Rahman, Hennings, Kujovic und Usami spielt mit so einem Vierersturm. Dann hätte man hätte halt Usami für Schauerte einwechseln können und dann Zimmer halt auf die Rechtsverteidigerposition setzen können. Oder zumindest, wenn man halt, was man halt auch gerne sagt, dass der Rahman halt dann nicht mehr fit genug ist und deswegen ausgewechselt wurde, dann hätte man ja für Rahman wenigstens dann noch den Nielsen oder den Lovren, aber auf jeden Fall noch einen offensiven Spieler einwechseln können und dafür halt einen defensiven rausnehmen. Und was halt nicht unbedingt Schauerte sein muss, hätte ja auch ein anderer Defensivspieler sein können. Aber stattdessen wurde halt nur zweimal gewechselt und noch dieser dritte Spieler, den man hätte einwechseln können, noch eine Offensivkraft. Ja, ich glaube, Funkel hat sich einfach nicht getraut. Und deswegen, dann hätte ich auch, von mir aus hätte man auch All-In gehen können und dann das 2-0 kassieren und dann wäre man halt auch ausgeschieden. Aber ich denke mir dann, ja, warum macht man es nicht? Warum versucht man es nicht noch mit aller Kraft oder mit der Brechstange, wie man so schön sagt? Und deswegen geht mein, es war nicht sein Tagpreis an Friedhelm Funkel wegen dem verpassten All-In-Gehens, sag ich mal. Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen an der Spielweise. Usami kam ja für Rahman und wir haben eben schon gesagt, dass Rahman viel im Pressing war. Ein paar Mal habe ich gesehen, dass der auf links stand und dann über den halben Platz auf die rechte Seite gesprintet ist, um den rechten Verteidiger zu pressen. Das hat er auch mehrmals von der rechten Seite auf die linke Seite gemacht oder ist im Sprint, nachdem man Angriff hatte, nach hinten gesprintet, um da noch den Angreifer unter Druck zu setzen. Also es fehlt auf jeden Fall Geschwindigkeit nach ihm. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass er gefühlt immer in der 70. Minute ausgewechselt wird. Okay, diesmal war es so, glaube ich, die 68. Aber liegt es vielleicht daran, dass er nicht die Kondition hat? Oder vertraut Friedhelm Funkel nicht in ihn? Beziehungsweise sagt er, mit Usami bringe ich einen taktisch vernünftigeren Spieler, der sich nicht die Freiheiten rausnimmt in der 70. Minute. Weil wir wissen ja, dass Friedhelm Funkel eigentlich recht konservativ ist. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir letzte Saison oft darüber gesprochen haben, dass man immer etablierte, erfahrene Kräfte bringt, statt mal Risiko zu gehen. Jetzt weiß ich, dass du letzte Saison gesagt hast, okay, Friedhelm Funkel, ne, der muss vielleicht mehr in Jugend gehen. Jetzt muss er auf Jugend setzen und der Rahman lässt ihm keine Chance, ihn draußen zu lassen.
Siehst du das so ein bisschen als Schwäche vom Funkel, immer konservativ zu sein und eigentlich eher auf erfahrene Spieler zu setzen? Ja, ich denke mal, so nach der, wenn es halt eher darum ging, würde, dass Usami taktisch der cleverere Spieler ist, dann müsste ja eigentlich eher Usami von Anfang an spielen und dann immer Rahman in der letzten halben Stunde reinkommen, um dann nochmal ein bisschen vorne drin rumzuwirbeln. Nur die Frage ist halt, Wilfried dem Funkel ein Spieler, der taktisch spielt, ne, den will er wahrscheinlich haben, aber wenn Benito Rahman immer so geil spielt, über 60, 70 Minuten, dann muss er den von Anfang an bringen, dann kann er den nicht erst in 30 Minuten einwechseln. Das ist halt so ein bisschen das Ding, wo ich so ein bisschen in Schwierigkeiten bin. Jetzt stelle ich natürlich die Frage auf, wenn wir über Friedhelm Funkel so ein bisschen kritisieren, wie geht's denn mit der Fortuna weiter? Denkst du, dass man die Qualität hat, jetzt nach dem Gladbach-Spiel, dass man den Aufstieg packen kann? Weil zum Beispiel der Aufsichtsrat sagt ja, ja, Aufstieg, das kriegen wir hin. Würdest du da mitgehen? Ja, ich würde schon behaupten, dass Fortuna einen Aufstieg hinkriegen würde, wenn die halt so weiterhin so durchziehen. Aber ich würde nicht behaupten, dass Fortuna unbedingt aufsteigen muss mit aller Macht, sondern man spielt halt so lange wie möglich oben mit und wenn es dann klappt und wenn es dann reicht, dann ist alles gut und wenn nicht, dann halt nächste Saison wieder. Wir bedanken uns bei euch, dass ihr diese Special Sonder Podcast Folge, die unbedingt auf Facebook, Twitter teilen müsst, die ihr aber auch auf iTunes Podcasts findet, die ihr auf Soundcloud findet, die ihr auf YouTube findet. Wir freuen uns natürlich auch immer, wenn das immer so ein bisschen Schleimerei, wir freuen uns aber natürlich immer, wenn ihr uns Feedback gibt, ob das jetzt an unsere E-Mail ist, die ihr auf unserer Facebook-Seite findet, in YouTube-Kommentare packt oder uns einfach antwittert, an Facebook, wie auch immer man das nennt. Ich bin nicht so der Media-Typ, ich kann eher reden. So, und für die, die die regulären Folgen auch gerne hören, am Mittwoch erscheint irgendwann die Folge für das Montagsspiel gegen Bochum. Dann bedanke ich mich bei dir, Micha, @Schirensky auf Twitter. Ich bin der Mo, ihr findet mich @Wamdribbel auf Twitter. Ich glaube, der Micha ist da ein bisschen aktiver als ich. Wir bedanken uns nochmal fürs Zuhören und wir sagen hasta luego. Bis zum nächsten Mal.